Na, wo haben wir so? Wo sind die Leichnam? Toll. Natürlich wieder weg. Wie immer. Ich würde aber jetzt gerne das Metallerz hier abbauen. So. Das haben wir auch schon erledigt. Ist hier vielleicht noch irgendwo noch mehr? Ja, da vorne. Voll viel. Und sogar wieder Ruinen. Das heißt, wieder leveln und dann könnte ich den Rammer dann auch wieder besser leveln. Kommt jetzt noch an, wo die Truhe ist. Wenn es eine Truhe überhaupt ist. Okay, da komme ich nicht durch. Okay, der kann da nicht hoch. Wenn hier da eine Ruine ist, dann muss doch hier irgendwo was sein. Auch nicht. Oder halt auch nicht. Oh, 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 oh. Heck. Gib mir her euer Leder. Gewicht bitte? Das sieht echt cool aus, ne? Die neuen Metallsteine. Die glänzen so richtig schön. Vor allem jetzt im Licht sieht das richtig gut aus. Wie viel habe ich denn jetzt? 47? Okay. Oh, da ist eine Libelle. Die haben sie auch mal richtig cool gemacht, ne? Wieder. Oh, da ist ein Troodon. Ah, weg. Ich sollte jetzt auf jeden Fall mehr als genug Metall haben, um zumindest ein gutes Stück voranzukommen. Vernünftige Rüstung, vernünftige Waffen und Werkzeug und so. Ja, gucken wir mal. Jetzt speichern zwischendurch. Hast du wieder zu viel gefuttert? Dann komm weg damit. Das lasse ich. Das kann weg. Das kann weg.
Okay, der sieht halt leider nach dem Alten aus, aber wie gesagt, wird alles ja noch. Gewicht. Wie viel habe ich jetzt eigentlich an Leder? Bei mir habe ich schon 40 und er hat nicht so viel. Ändern wir jetzt aber mal. Was war's da mit dir? Okay, das war nicht geplant. Egal. Sollte aber jetzt besser gehen, ne? Kein Mut höher zu sein. Oder auch nicht. Ah. Ich glaube, das ist die falsche Stelle zum Rüberschwimmen. Da sieht man schon die Rückenflossen von Haien da hinten. Auf der rechten Seite. Interessant. Ja, ich gehe mal ein bisschen näher ran, ne? Kann sich dann vielleicht besser anschauen. Mal gucken. Das sind drei Stück, ne? So wie es aussieht. Und dann bin ich so schneller unterwegs, wenn ich mich hinter mir herziehen muss. Kann ich mir gerne mal anschauen, gerade. Oh, die machen ja richtig Geräusche, die jetzt sogar. Wahnsinn. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie vorher auch Geräusche gemacht haben. Wenn, hat man das nicht so gut gehört wie vorher. Interessant. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist mein Dünger? Ah. Ja, ich glaube, das wird das Hinterherziehen einfacher. Da bin ich echt schneller unterwegs, so durch. Ich
Würde man trotzdem gerne weiter am Strand entlang. Weil dann könnte man vielleicht Kedorites finden und dann damit Öl und so, ne? Wenn man dann hier natürlich dann nochmal schafft abzubauen. Nicht so wie vorhin. Was? Du wirfst aber einen Schatten, ey. Muss aber gucken, ich lang dann was Futter neues weiter, ne? Toll. Baby Dido. Oh, zu spät. Wie viel hast du denn? 15. Ja, danke. Kannst du wieder nicht abbauen? Ah. Ist der schrange Strand so verbuggt, ja? Naja, hier verschwinden ja auch teilweise gerade Sachen, ne? Vom Spawning her. Liegt scheinbar echt am Strand. Dass der dezent hinüber ist. Weiter haben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Mein Großer. Das erste Mal zu Hause mit dir, ne? So. Habe ich die Sachen bei dir reingepackt? Ja, habe ich. Dann nehme ich das immer mit. Oh, bin zwar was langsam, aber das ist egal. Das ist okay. Sollte doch jetzt hoffentlich mehr als genug sein, um was daraus Vernünftiges zu basteln. Du hast doch, glaube ich, auch Holz gehabt, ne? Ja, Holz und Thatch. Na, dann tue ich hier das Thatch hier rein. Zu verbrennen. Klinke. So, das. So, das wird das. Okay. Lass mal schauen, wie geht's denn jetzt weiter? So, jetzt wird's dunkel hier, ne, langsam. Abends, 20 Uhr. Ich guck mal eben dann hier in den Engrams. Yosaurus, Patchy.
Wahres Heilmittel. Heilt leichte Beschwerden. Seltener Pilz, seltene Blumen, Blutegelblut und Hörner 3. Na klack. Einwand, Schere. Ich meine, irgendwann müssen wir. Auch in die kalten Gebiete, aber nicht jetzt. Das ist noch zu früh. Na dann, Sattel, ist dann B muss get away. Nicht jetzt. Blöd auch nicht jetzt. Oh, das Hellador. Klimaanlage lerne ich. Betäubungspfeil lerne ich. Okay, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zum Lernen. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerne mal eine Sichel bauen. Und Waffen, einen Bogen, ah, siehst du, Munition muss ich auch noch machen, ne? Hier. Munition. Annehmen. Immer speichern. Herstellen. Waffen. Munition. Und Rüstung, Taming. Sette. Dekoration, Bauteile, Gebäude, Gewächshaus, Herstellung, Lagerung, Werkzeug, Waffen, Munition, Rüstung, Taming. Genau, passt schon. Gut, dann muss ich die Pfeile in Richtung Munition machen. So. Ist noch irgendwas anderes, was Munition angeht? Die hier. Eine Rolle Munition, ja. Taming. Und das war's eigentlich, ne? Ja. Wie viel kann ich davon herstellen? 20. Wie mache ich das doch? Ich suche schon mal an, mich mal hier richtig auszurüsten. 12 davon schon fertig. Ich komme hier rüber. Ich möchte gerne mir nämlich das da herstellen. Watch Leder. Das da. Mit schöne Metallsichel. Mit Fasern sammeln auf jeden Fall ganz, ganz einfach. Schnell. Und dann fehlt ja im Grunde genommen, lass mich jetzt überlegen, wir haben, ich habe jetzt die Black Axe, ach die Picke, also Pike, Waffe, das. Fehlt im Grunde noch da noch das Fernrohr, theoretisch gesehen. Aufsätze entfernt, Munition, Primitiv, Strukturen, nee, warte, da was zählt das, Rüstung, nee. Und das ist hier zu finden. Werkzeug. Da. Kristall, ja gut. Fehlt natürlich, ne? Kristall. Lederfasern. Kristall kriege ich wahrscheinlich nur mit einem Vogel. Also mit einem Flugviech am besten. Einmal rumsetzen hier. Nicht. Kann halt nicht still sitzen bleiben, ne? Das hole ich mal aus. Dann würde ich hingehen, lass mal überlegen.
Rüstungen, Metall, Fasern, Leder, Metallbarren. Dass ich anfange, mir Metall. Oh, warte, ich tausche das. Ist mir lieber. Dass ich anfange, mir Metall Rüstung zu bauen. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber vorher würde ich gerne was machen. Was? Farbekonsum geht euch? Ich würde mal gerne wissen, was hier alles drin steht. Ah, ist ja cool. Das ist ja mal sowas von cool. Dann muss man nicht mehr immer im Internet gucken nach diesen blöden Rezepten. Das finde ich ja mal richtig mega gemacht. Hergestellt. Focal Chili. Ich wollte jetzt nicht alles vergessen, was du... Ich feiere das, ne? Ich feiere das, dass man jetzt schon sämtliche Rezepte dafür hat. Oh. Wie geil ist das? Kein Google mehr. Nach den ganzen Rezepten. Keine elendlangen, unnötigen... Ja gut, Listen muss man wahrscheinlich trotzdem machen. So nach dem Motto, welches Tier legt welches Ei und welches ist sinnvoller, ne? Aber trotzdem, das ist ja mal richtig mega geil gemacht. Gemüse. Das haben sie mal... Das feiere ich, wirklich. Seife entfernt Farbe und Zeichnungen von Items und Strukturen. Was haben wir hier? Öl. Was? Man kann... Ein dicker Tropfen Rohöl kann man... Man kann also... hingehen und... Öl herstellen mit einem Hesperornis-Ei. Oder Hesperornis. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich nenne es mal Hesperornis. Ist ja cool. Das haben die ja mal mega geil gemacht. Ja. Aber sie haben wirklich arg zum deutlich besseren verbessert. Zumindest was sowas angeht schon. So. Sollte hoffentlich reichen jetzt. Denke ich mal. So, ich habe Hunger. Moment. Tue ich nicht. Hat da eine Lösung? Gegen. Das ist einmal da weg. Und dann muss ich weiteres Fleisch braten am besten. So, da haben wir es. Gut. Stimmt, ich wollte die Rüstung machen. Ich gehe jetzt erstmal hin. Das packe ich ein. Das packe ich hier rein. Irgendwo, genau, da hatte ich das. Und nehme ich mir das hier zurück. Stopf das hier rein. Zünden. Damit ich hier auch direkt alles herstellen kann. Ist erstmal jetzt noch nichts groß sortiert, aber das spielt jetzt keine Rolle gerade. Warte mal. Gewächshaus. Herstellung. Kristall und so brauche ich schon mal dafür. Okay, das dauert also, bis ich da soweit bin. Rohre. Metall. Metallwassertank. Metallstrukturen. Strukturen, Waffen.
Sitze. Ich gucke mir das gerade einfach mal an, was alles da doch gerade dabei ist. Fernt. Crossbow auf jeden Fall. Schusswaffe. Ja gut. Ich gehe jetzt aber erstmal auf Metallrüstung. Damit ich irgendwie was habe, um mich besser zu schützen. Rüstung, Metall, dann kommt der Kopf. So. Das andere müssen wir noch warten, bis es fertig ist. Ich habe außerdem neues Holz, ne? So wie es aussieht. Und ich kann nicht nochmal leveln, dann mache ich bei dir nochmal Gewicht rein. Das ist okay. Was? War nicht so geplant. Das nehme ich mal mit. Ich mir mal. Das kommt da rein. Das kommt hier rein. Du hast doch gesammelt. Das heißt, ganz viele Narkobären. Das heißt, ich kann Narcotics erstellen. Da muss ja jetzt noch was rein. Am besten. $150 sollte anpassen. Gewehr. Industriezerkleiner. Das ist natürlich interessant, ne? Aber ich würde gerne den Agent Harvester lernen. Gut, dann einmal auf Holz sammeln gehen. So, ich habe mir gedacht, wo kommen die Geräusche her? Aber tatsächlich, wenn man jetzt läuft, macht die Rüstung die Geräusche tatsächlich. Die macht echt Geräusche. Wow. Das war ja vorher noch nicht so, dass sie vorher Geräusche gemacht hat. Finde ich cool. So 150 Ausdauer. Das passt. Ich frag mich allerdings eins. Das mit Bossen bekämpfen hier
genauso ist wie vorher, dass man am Obelisken die Sachen hoch- oder runterladen muss. Auf Servern war das ja so, dass man das bei den Beacons machen konnte. Und im Singleplayer musste man am Obelisken das machen. Falls ja, bräuchte ich auf jeden Fall ein Flugtier, um dann alles da von da darüber zu transportieren. Weil wenn nicht, würde ich im grünen Bereich gerne bleiben. Weil wenn sie das wirklich sich so gemacht haben wie bei Survival Evolved, dann müsste da hinten eine riesengroße Fläche sein, die ich dann gerne nutzen wollen würde. Zum Bauen für sämtliche Tiere und alles. So als großer Jurassic Park oder wie man das auch nennen mag. Ich meine, hier im Game ist das ja in Ordnung. Zumindest. Was habe ich denn hier? Und?